So, meine Lieben, Dankeschön für eure Geduld. Wir haben gerade noch ein schönes Briefing gehabt für den schönen ACC, welche Reglement, welche Regeln wir beachten sollen, wünschenswert. Und ja, damit auch erstmal ein recht herzliches Willkommen zum zweiten Rennen von 8 beim Huma Community Rennen. Freue mich, dass er wieder eingeschaltet hat und ja, heiß begehrt, es sind 28 Grad auf der Strecke und naja, ich und die Hornisse, der V8, der kann sowas von gestohlen bleiben. Aber naja, ich hoffe, ihr habt Bock auf jeden Fall und ja, ich bin auf jeden Fall heiß drauf. Um 19:30 Uhr startet der Server, wir machen noch kurz mal einen Hornissen-Check. Können wir auch mal kurz noch was für die Wiederholung zeigen. Sechste Runde, also fünfte Runde. Das war die allerbeste gewesen, da habe ich nämlich auch die Zeit rausgeholt. Aber dementsprechend, ja, habe ich dann nochmal hier meine Traktionskontrolle auf 1 gestellt, Mapping auf 1 und ABS auf 3 gelassen. Ansonsten, ja, man sieht's, das rutscht hier ohne Ende. Ansonsten eigentlich sehr zufrieden, was die Rundenzeit betrifft. Ist natürlich noch ausbaufähig, ich weiß es. Ich habe es auf vielen, vielen anderen Streckenguides mitbekommen. Und auch gesehen. Dementsprechend habe ich mich nochmal ein bisschen anders da eingegroovt. Und sollten eigentlich auch noch die Möglichkeit ernehmen. Aber immerhin etwas. So, und während sich dessen alles sich erstmal auf das den Server jointen, ist natürlich da erstmal der Frage, hier fährt schon der erste los. Ich weiß gar nicht, wer das da ist, können wir mal abchecken. Gehen schon einige los. Also wir haben hier eine richtig schöne bunte Mischung von den verschiedenen und hier Just Me mit dem BMW GT3 unterwegs. Auch schon die erste Testrunde. Und das Qualifying sowie auch das Rennen war natürlich im Regen. Und für mich war es natürlich eine sehr quälenhaft, um generell sich da erstmal komplett was zu finden. So, auch ich bin dann irgendwann mal rausgefahren, habe gedacht, komm, drehen wir einmal ein, zwei Runden, schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze da mal verhält. Und ja, mit einem V12 im Regen unterwegs zu sein, war auch nicht gerade so das Beste. Es war quasi die erste normale Einführungsrunde, die ich damit gefahren bin. Man kann es auch vielleicht auch schon im HUD sehen, dass ich da schon ordentlich mit den Einstellungen zu kämpfen hatte. Und wie gesagt, ich und meine erste Erfahrung noch nicht wirklich so berauschend. Also da war Bandenknutscher auf jeden Fall schon mal vorprogrammiert gewesen. Da sind wir schon falsch in die Kurve reingefahren. Nicht wirklich so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Hier mit dem zweiten. Schön außenrum. Runtergeschalten in den ersten. Also da hätte ich auf jeden Fall auch mit dem zweiten durch die Doppelschikane fahren können. Auch wenn es die Einführungsrunde war. Und natürlich auch hier bei Map 4, ABS 4 und TC1, wo ich ja gedacht habe, jo, da können wir ordentlich mal was rausholen. Man sieht's, das Auto hupst wie verrückt, wo ich mir eigentlich schon dachte, ich hätte es eigentlich im Griff gehabt, aber ja. Hätte jetzt die Fahrradkette, ne? Schön außen reingefahren. Ja, und da ist auch schon wieder schön losgelegt. Mit den Fehlern.
Da hätte sich jeder schon eigentlich schon fast der Kopf schütteln können. Auch hier. Hier hätte sie wunderbar mit dem zweiten Durchschnittsgeschwindigkeit schön an die 90 durchfahren können. Und man hat auch schon wieder gemerkt, es hat gerutscht ohne Ende. Ja, viel zu weit raus. Hätte den Curve innen noch nehmen können. Ein paar Zehntel gut machen können. Ja. Und dann ging es los. Die Rundenzeit, die gezählt hat, ja. Und aus die Maus. Da habe ich mir auch schon gedacht, wunderbar. Nix. Hätte auch böse enden können. Vor allem, dass ich mir das Auto abgesoffen habe. Natürlich schön blockiert. Ja. Vor allem hier gerade auch der Patterson in der dritten Runde, sagenberaubend, die Rundenzeit, hat sich sogar noch vor geschafft, auf dem Platz 6 zu fahren, im Qualifying, im Nachhinein. Und naja, ihr seht ja, was ein V8 Unterschied zu einem V12 auf jeden Fall fährt. Und ja, also Wahnsinn, wie er schön um die Kurven geht. Als würde er die Strecke kennen, als würde er richtig wissen, was er... Kleine Patzer im Regen, das passiert fast jedem. Aber atemberaubend. Nennt auf jeden Fall mit dem dritten Gang die schöne Kurve da richtig schön mit. Also ich bin da nicht so abseits gefahren, weil ich mich auch gar nicht getraut hatte, weil ich habe mir gedacht, oh, die Zeit, die killt mich. Aber schön über Start und Ziel und dann Patterson. Sehr schöne Runde, sehr schöne Anleitung. Hätte schon mit dem V8 fahren sollen als mit dem V12. So, vereinzelt noch ein paar Leute in der Box, die noch dann auch bald auch dazu stoßen wollten zum Fahren, aber noch einige Setups nochmal umgepult haben. Aber hier auch ganz klar Platz 16. Das wird für mich immer schlimmer, immer ja, mysteriöser hier im Regen, auch bei den Vereinzelten. Also man kann sagen, das hätte schon fast bei dem einen und anderen, ja. Vor mir die Kili mit dem BMW 0. Und natürlich auch hier sind sie mir alle davon gezogen, wo ich gedacht habe, ja, was für ein Setup. Es war natürlich im Regen sehr schlecht, die erste Erfahrung, die ich überhaupt je gemacht habe, im Regen zu fahren. Und ja, es ist halt wirklich nicht leicht, ein Auto im Regen dort unter Kontrolle zu halten, formal ich immer wieder die Probleme hatte, dass mir meine Reifen immer heißer wurden, vor allem vorne links, fast an die 30 Grad. Und ja, da immer schon die, da habe ich auch schon gedacht, dass eventuell ich da schon eine Zeitstrafe bekommen könnte, aber naja. War doch nicht so. Ja, vorne die Spitze, die Nummer 1, die hätte man nichts sagen sollen. Die sind uns davon gefahren, als wär der Profi hin am Steuer. Also man hat auch wirklich gemerkt, die Rundenzeit sind bei einigen immer besser und besser geworden. Und, ja. Schauen wir gerade auch mal eine Rundenzeit bei der Runde 4. bis 5. Immer auch schön das Eingrooven, aber da waren sie auf jeden Fall schon richtig gut unterwegs gewesen. Platz 2 sogar. Heftig. Dafür, dass wir eine Dreiviertelstunde Zeit hatten, um sich da das richtig zu, ja, zu trainieren, sind einige aus dem Mittelfeld Cakes mit Lexus unterwegs gewesen. Platz 8 und Zeit 2
098 auf dem Weg sogar der Besserung. Und ich habe ehrlich gar nicht gedacht, dass der Lexus hier so gut mithalten kann. Vor allem, dass er selbst nach dem Reifenpatzer. Ja. Das sind natürlich heute sehr vielen passiert. Das Rutschen. Vor allem gerade diese Rechts-Links-Schikane. Im fünften Abwärtsschalten von Start und Ziel. Das war schon, ja, eine Kunst für sich. Ne? Aber jeder hat auch richtig so sein Bestes gegeben. Vor allem gerade Platz 18. Auch noch wieder an der Boxengasse, um bestimmt sein Setup zu überarbeiten. Platz 19. Ich habe schon immer gedacht, selbst wenn der Porsche im Regen, hätte er normalerweise einen viel besseren Grip gehabt. Aber ja, da lag es wirklich, wirklich nur an dem Setup, um da wirklich ja, richtig rein zu hauen. Ja. Man sieht es auch bei mir, ab der vierten Runde kann man es gerne nochmal sehen. Es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer und meine Zeiten, selbst dass ich die im Nachhinein die Reifendrücke komplett runtergesetzt habe auf 20,5. Ich bin gerutscht. Ich hatte wirklich gedacht, nee, das bringt's auf jeden Fall nicht mehr. Obwohl ich die Dreiviertel schon wirklich genutzt habe im Qualifying, ist doch leider nicht der Erfolg gehofft, der ich mir versprochen hatte, leider doch nicht so gekommen. Selbst nochmal nach der Überarbeitung mit einem anderen Setup, was natürlich wieder hier die falschen Reifen drauf hatte, deswegen dürfte ich mich nochmal zurückspawnen. Die Trockenreifen statt Regenreifen und natürlich dann auch mit einem anderen, ja, viel zu vielen falschen Setup drauf, ne? Also man kann sagen, Platz 1 mit einer schönen Rundenzeit von 2,06. Und man sieht auch fast, es sind ein paar Unterschiede, ne? Also macht quasi nur im Zehntelbereich drin. Auch schwarze 2,07. Und bei mir waren es leider echt die 2,14. Also ich habe echt geguckt, getan, gemacht, was ich wollte. Aber leider ist nicht wirklich mein Plan aufgegangen. Also Regen. Ja. Im Trockenen zu fahren, ein Setup drin zu haben, ist doch schon wieder was anderes. Also man kann definitiv schon sagen, es sind einige, ja, es sind einige gerutscht. Viele sind da trotz den besten Setups, die man raushauen konnte. Auf jeden Fall ging es halt nur in dem Fall nur nicht Fun-Faktor. Aber der war richtig gut. Und auch hier der Porsche. Vor allem, wenn man was sieht, was die schön für alle Reihenstellungen. Gas 5 TC.
Eine richtige. Ja, und auch hier Humor. 2, 10, 4, also. Nee. Selbst wie Ferrari, ich glaube, da hätten wir auf jeden Fall die Erfahrung gefehlt, im Regen da gut so mitzumachen. Ja. Aber es wird immer besser. Reifen, Temperatur, Setups. Oh. Das war schon richtige Quali-Highlights. Und man kann auch zu der Startaufstellung sagen, Anderson auf Platz 1, Gerber Platz 2, Dritter, Madsen, Fly auf der 4, 5 von Norair. Ich natürlich auf Platz 21, hat nämlich auch den Grund, weil, wie gesagt, das sind einige richtig, richtig, ja. Die haben wirklich ihr Bestes gegeben und da haben auch gesehen, dass sie fahren konnten. Ja, also wirklich das bessere Feeling einfach hatte. So, und da beginnt auch gleich die Einführungsrunde und ihr müsstet mal wirklich dann kurz vor Start und Ziel mal drauf achten, auf die Platz 21, wo die gleich starten wird nach der tollen Einführungsrunde um auch die Reifen. Alle Setups abgeschlossen, alle richtig heiß auf das Rennen und ja, möge der Start dann beginnen. Eine, ja, bei Regen, strömenden Regen, sogar laut Wetter-App, was der Meta-Station uns gesagt hat, eine Überflutung, also Aquaplaning war da schon vorprogrammiert. Da hätte es auf jeden Fall richtig, richtig abgehen können. Ne? Also das ist schon krass, krass, krass. Ja, selbst Pedersen auf Platz Nummer 8 mit dem Aston Martin V8, wo ich auch gedacht habe, Junge, 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 da hättest du dir aber Scheibchen abschneiden können. Ja. Aber ja. So sind sie alle in Reih und Glied. Sich da die Einführungsrunde schön zu fahren. Hauptsache, dass die Reifen auf Temperatur kommen. Denn das Spektakel hätte natürlich dann auch richtig angefangen. Ja, auch wenn ich versuche, eine schöne Zusammenfassung zu bekommen, werdet ihr aber auch hier ganz hinten die Hornisse. Ja, was hätte man denn erwarten sollen? Das wäre dann doch wirklich was geworden. Ja. Feldführender wollte schon Reifen auf beste Temperatur. Heißt, dass es auch dann bald Richtung Start geht. Die Links-Rechts-Schikane, wie man sie schön sieht, bekommt. Und natürlich auch viele, viele andere. Ja. Leider habe ich mein Setup auch da nicht so gut gefunden. Bei mir war leider die Runde 4 ein sehr starkes Problem. Und ja, wir haben jetzt auch gerade mal auf die Platz 22 passiert. Mir wurde angezeigt, ich soll weiter vorfahren, weil ich in meinem Raster der Startaufstellung noch nicht war. Und leider ist das auch so wirklich gekommen, dass ich ja, dementsprechend immer weiter die Fehlermeldung bekomme. Und das Kurioseste, hoffentlich werden wir dann das auch gleich dann sehen. Denn alle haben sich soweit an die Regel gehalten. Ich konnte auch nichts anderes an Fehler großartig erkennen. Aber durch das Ganze hin und her und Stuart, wo gesagt hat, weiter vorne fahren. Bin weiter vorne gefahren. Platz 22 hinter mir, Platz 21, der mir gehörte. Und Platz 20 natürlich in Österreich. Haben wir schnell aufgeholt.
Reifen waren soweit alle in Temperatur gewesen. Bis zum Punkt, ja, wo man sagen dürfte. Ich hätte irgendwie einen Fehler gemacht. So, genau, da alles einreihen, alles schön und gut. Und dann ist es nämlich auch bei mir passiert, ich dürfte nämlich ab der Boxengasse starten, weil ich nicht wusste, was da überhaupt passiert wurde oder was passiert ist. Ich stand in der richtigen Reihe, war vom Abstand her drin gewesen und so dürfte ich dann quasi dann von der Boxengasse aus starten. Ja, alle 70 km/h, alle 70 und wie man schon sieht, geht es hier dann auch richtig los. Der große Preis von Silverstone, Gerber ganz klar im Vorteil. Anderson, die zwei im Vorbeiflug. Achtzügler, Matze, flying away. Und jo. Ja, klar, richtig schön in die Kurve reingefahren. Alter, das ist ja heftig, 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 was sich da die meisten anbieten. Ja. Oma von Platz 12 gestartet und natürlich auch im Mittelfeld, also da ging es auch ordentlich gut zur Sache. Und ja. Ich habe sogar zeitlich mich mal voll nach vorne gearbeitet hier auf Platz Nummer 13. Dazu kommen wir auch gerade noch dann später. So, während die alle dann gestartet haben, bin ich natürlich auch aus der Boxengasse auch gestartet und vor allem meine Boxencrew meint auch, ja, hier, schneller Reifenwechsel. Aber da hat es auch schon angefangen, mir die komplette, ja, Sache durchzuhauen, also. Dann hieß es erstmal für mich, aufholen, sicher fahren, gucken, dass ich nicht wirklich, Unfall baue. Und man kann es dann auch schon in einer Zeitleiste sehen, bis zur vierten Runde. Dann war für mich auch schon das Ende in sich gewesen. Ja. An sich, Platz 13 durch die einigen ein paar Rutscher, die es da gab, also bei Nahunfälle, die waren schon, ja, lustig drauf, kann man sagen. Vor allem Porsche und Ricky aufzuholen. Das war auch schon oh, da, ja, da sind einige auch drüber hinaus gerannt. Aber lieber fährst du lieber weiter raus, als statt du dich irgendwie drehst oder einen Unfall baue tust. Aber es war fahrbahntechnisch eine richtige Katastrophe, da überhaupt mal durchzufahren. Ja. Was war eigentlich mit den zwei passiert? Die Ausrutscher gewesen. So, ja, da habe ich dann auch Rutscher auch nochmal gesehen. Und zwar gab es da echt eine kleine Berührung von dem Porsche-Fahrer. Es war aber auch gesehen unabsichtlich. Ich denke, da ist er, ja. Ups. Konnte keiner was dafür, weil wie gesagt, es war wirklich, ja, rutschig, das Auto kaum unter Kontrolle gehabt. Also, da kann das selbst einem den Besten passieren. Ja, ich immer noch zaghaft hier mit dem Auto durchgefahren und hier auch ein, ja, Rutsch. Wieder rausgerutscht hier auch eine ganze Kram. Also,
Man kann sehen, das Auto rumgehopse. Nicht wirklich gut unter Kontrolle. Man hatte auch nicht wirklich Bock gehabt, den BMW abzuschießen, weil, ja. Wir haben gesagt, lass ihn vorbeiziehen, mach, fahr. Sind wir alle Reifendrücke wieder okay, dann rauche ich dich auf, mein Freund. Zumindest habe ich gedacht, dass das da auch so dementsprechend so sein würde. Ja. Platz 17 gut aufgeholt, aber ich hatte wirklich nicht wirklich das Gefühl, dass ich da groß was ausrichten konnte, um überhaupt noch mehr oder überhaupt gut aufholen zu können. Wie gesagt, da, man sieht's, das Auto fast verloren. Selbst mit Map 2, ABS 4 und TC 3 drin. Also das ist wirklich... Eigentlich müssten wir durch Erfahrungen sammeln, fährst ein Jahr ganz lang nur Regen, dann hättest du irgendwann die Erfahrung, dass es auf jeden Fall dann klappen kann. Ja, jetzt auch schon in Runde 2 und 3. Also Porsche auch schon wieder richtig auf dem Weg, mich aufzuholen. Und ja, es wurde immer wilder. Das Auto ist immer mehr gerutscht. Die Traktionskontrolle wurde immer schlimmer. Ich habe sogar echt sehr viel durchgeschaltet, sehr viel versucht. Und, da ist nämlich auch schon der nächste Patzer passiert. So, und das war der liebe Noah gewesen. Oh, verbremst. Ja. Na gut, das kann aber auch dem Besten passieren, ha? Sich da irgendwie da die Kontrolle zu haben. Weil, wie gesagt, es war Überflutung. Es war wirklich ein Spektakel, dass es nur so knallt. Ne? Also, wie gesagt, man hat ja da hinten. Ich habe echt versucht, da nicht wirklich anzuecken, auch mit dem Überholmanöver gegen den lieben Kili. Und wie gesagt, auch hier den Kili, mein Freund. Hoffentlich hast du das Rennen gut überlebt, besser als ich. Obwohl ich sagen muss, ich hatte von der Performance, was das Direkteinlenken des Fahrzeugs richtig gut im Griff gehabt. Aber ja, das ist leider nicht immer so, wie man sich das da bis zum Ende gerne auch vorstellt. Ne? Also da gab es dann immer wieder weiter die Probleme. Und es hat nicht langsam aufgehört zu schütten, es wurde immer mehr. Meterstation hat uns auch schon immer mehr gerichtet, das Aquaplaning, die Überflutung und ja, ich hatte immer mehr Probleme gehabt, das Auto unter Kontrolle zu halten und da ist auch schon wieder der liebe Noah rausgerutscht. Also da hätte ich ja gedacht, lieber Herrgott im Himmel, da ist nochmal die Wiederholung in dem schönen und ja, Auto, was? Okay, ja. Oh, das hat böse geht. Eieiei, schön gegen die Bande geknallt. Au, was, das hat Schaden gekracht. Das war natürlich nicht so. Ich hoffe, dass das Auto natürlich nicht so viel Schaden hatte, dass er das Rennen noch beenden konnte, trotz der schönen Zeitstrafe. Ja, und dann direkt auch schon in die Box gefahren. Ja, bei mir ging es dann auch immer mehr und mehr. Die vierte Runde, ich mich noch ein bisschen hier, ja, wie immer, einmal Gras mähen. Und da fängt es auch schon langsam an. Glück gehabt im Unglück mit dem lieben, ja, also das war schon eine heitlere Situation, also, Himmel, Herrgott. Auf Gedeih und Verderb wollte natürlich nicht hier den verblödesten crashen. Ja, in der vierten, vierten Runde hat es dann sich schon langsam angekündigt. Man sieht auch schon hier Warnblinker an und die rechte hintere Seite kam von dem lieben Jeff die Nachricht. Ja, wir verlieren Druck hinten und das war dann auch für mich erstmal die nächste Zeit dann auch an die Box zu fahren, um natürlich auch Reifenwechsel zu machen, aber hat mich dann doch etwas mehr dann die Zeit dazu gekostet. Ja, man hat auch wieder gemerkt, ganz hinten, es ist immer schwieriger geworden, immer hässlicher.
dass ich nun auch wirklich mit gemäßigter Geschwindigkeit zur Box fahren konnte und natürlich auch alle anderen an mir vorbei. Ich hatte nicht wirklich die großartige Chance gehabt dort. Das mitzufahren und hinten dran, ja, da rutscht ja der komische Aston Martin V12. Oh, da auch wieder ein Rutscher. Oh, und da hat sich die Nummer 222 auch nochmal rausgedreht. Ja. Man könnte sagen, ich habe leider das Rennergebnis auch nicht mehr mitbekommen. Bin auch erstmal gespannt, was da noch sich entschieden hat. Weil für mich war es dann auch wirklich dann, ja, am Ende, ich habe dann entschieden, das Auto dann quasi stehen zu lassen und quasi auch sagen zu können, das reicht. Bevor ich das Auto noch komplett zerstöre, dann lieber stehen lassen und hoffen wir, dass dann das am Regen-Rennwochenende dann irgendwann ein anderes Mal besser läuft. Kurz gesagt, auch am Start ab zu nochmal die Highlights zu sehen. Hat Spaß gemacht, das Rennen das erste Mal im Regen zu fahren. Richtig seine Erfahrung mal dazu sammeln, auch wie gesagt, die ersten drei Platzierten da richtig mitfahren zu können. Also es war eine Ehre unter die Rennfahrern, muss ich sagen. Und auch, wie gesagt, Wahnsinn, was sich da alles zusammengebraut hat, was sich da alles gerutscht hat. Kollision. Natürlich auch im Mittelfeld. Es war einfach hammer geil mitzufahren. Ja, die Platzierung, wie gesagt, werde ich danach auch noch mit einfügen. Und ja, ich hat das Ganze so richtig gut gefallen. Die Zusammenfassung, wenn ihr das gerne möchtet, dann lasst gerne einen Teil Like da, auch gerne meinen Kanal abonnieren, weil sowas wird es dann in dem Fall auch öfters gehen. Auch wenn ich kein guter Kommentator bin, versuche ich doch ein bisschen hier aufzusetzen. Ja, das Battle David gegen Goliath auf Platz 1 und 2, also es ist schon Ferrari gegen Ferrari. Eine richtig super Highlight. Ja, in dem Fall, danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ihr wollt nicht so viel Geld für Spiele ausgeben, weil sie zu teuer sind? Dann checkt mal meinen Partner ab, Instem Gaming. Gleiche Spiele für faire Preise. Link unten in der Beschreibung.